Jetzt erst anfangen. Herr Gips hat eine terminliche Verpflichtung noch gehabt, sodass wir, wie gesagt, mit ein paar Minuten Verspätung anfangen müssen. Nichtsdestotrotz begrüße ich Sie alle recht herzlich hier zur Pressekonferenz anlässlich des Starts in die Playoffs und Playdowns der DL2. Dazu begrüße ich recht herzlich den Herrn Rico Rossi, Trainer der Kassel Huskies, Herrn Joe Gips, Geschäftsführer der Kassel Huskies, dann René Rodomusch, den Geschäftsführer der DL2, Marcel Linke von DL2 Medienpartner Esprit TV und mein Name ist Matthias Schumann. Ich kümmere mich in der DL und in der DL2 um die Kommunikation. Anfangen möchte ich mit einer kurzen Fragerunde über hier intern vielleicht bewerkstelligen. Anschließend stehen die Herrschaften für Einzelgespräche ausgiebig zur Verfügung, so gewünscht, und wir können natürlich auch spezielle Fotos noch machen. Herr Rodomusch, die DL2-Saison, die Hauptrunde liegt hinter uns, die Pre-Playoffs auch. Wir haben einen Vorgeschmack gekriegt auf das, was uns jetzt in den Playoffs erwarten wird. Was waren denn Ihre Höhepunkte in der abgelaufenen Hauptrunde? Ja, erstmal schönen guten Tag von meiner Seite her. Wir haben ja letztes Jahr damit begonnen, auch während der Saison eine Art Pressekonferenz abzuhalten, um letztendlich die Hauptrunde auszuwerten, auch den Übergang in die Playoffs ein bisschen mit zu symbolisieren. Und umso mehr freue ich mich über das Interesse und auch die Möglichkeit, das in diesem Jahr entsprechend fortzusetzen. Ich glaube, wir haben sportlich gesehen eine extrem spannende Hauptrunde hinter uns. Ich glaube, jeder, der sich mit diesem Sport und mit der Liga beschäftigt, der weiß, dass fast bis zum Schluss eigentlich alle Linien, die zu erreichen waren von den Clubs, im Kampf standen letztendlich. Sei es das Heimrecht in den Playoffs, sei es am Ende das Verhindern der Pre-Playoffs, Einzug direkt in die Playoffs, bis hin letztendlich auch der 11. Platz, eben Teilnahme an den Pre-Playoffs, beziehungsweise dann eben der Gang in die Playdowns. Insofern glaube ich, ähnlich wie wir das letztes Jahr schon erlebt haben, haben wir da unheimlich guten Sport gesehen. Das spricht, glaube ich, für die Liga. Niedergeschlagen hat sich das Ganze natürlich auch über die Zuschauerzahlen, was für uns immer so ein bisschen der Maßstab ist, vor allem nach der letzten Saison, als wir hier einen Zuschauerrekord verzeichnen konnten in der DEL2, haben wir also dieses Jahr in der Hauptrunde mit über 978.000 Zuschauern erneut einen Hauptrundenrekord feiern können. Das Ganze ist natürlich unterstützt, das muss man fairerweise auch sagen, durch das Winterderby in Dresden im Fußballstadion mit 32.000 Zuschauern. Aber selbst wenn man diesen Sondereffekt herausrechnet, liegen wir mindestens auf den Zahlen der Vorsaison. Und das spricht, glaube ich, für die Liga, dass wir dort auf dem hohen Niveau, den wir ursprünglich hatten, eben in der letzten Saison erreicht haben, wirklich auf dem hohen Niveau das wieder auch bestätigen können. Wir haben also einen Zuschauerschnitt gesehen auf die ganzen Hauptrundenspiele von 2.688 Zuschauern pro Partie. Im Vergleich eben zur letzten Hauptrundensaison im letzten Jahr waren das 2.615. Das heißt, einen entsprechenden kleinen Fortschritt dort erzielt. Das Ganze sieht man auch im Saisonverlauf. Wenn man sich die Durchschnitte so Spieltag für Spieltag letztendlich anschaut, sieht man speziell dann im Januar, als wir das Winterderby hatten, dass eben wir diesen Zuschauerschnitt eben durchbrochen hatten in der letzten Saison und dann eben auf dem hohen Niveau dort auch weitergegangen sind. Zielstellung ist natürlich für uns, ähnlich gute Zahlen wie in der letzten Saison zu erreichen. Das waren insgesamt 1,14 Millionen, alle Spieler gezählt. Dort sind wir jetzt mit den 978 nach Ende der Hauptrunde, und jetzt hatten wir auch in den Pre-Playoffs über 20.000 Zuschauer bereits in den Stadien verzeichnen können. Das heißt, wir sind dort vom Niveau her natürlich wieder auf wirklich sehr guten Kurs. Und wenn man so die ganzen Jahre bis 2007, die wir so ein bisschen zurückverfolgen, da mal anschaut, dann spricht das, glaube ich, für eine recht positive Entwicklung in der Liga. Auch an den Standorten, und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir die Unterstützung hier in Kassel bekommen haben, die Pressekonferenz durchzuführen. Auch die Entwicklung an den Standorten hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich positiv gezeigt. Man sieht hier so ein bisschen die Verteilung unserer Clubs im Bereich der Zuschauerstatistik. Dort ist natürlich führend mit über 116.000 Zuschauern in der Hauptrunde die Frankfurter Löwen, gefolgt von den Fishtown Pinguins mit fast 110.000 Zuschauern auf die Hauptrunde gesehen. Aber dann folgen eben schon gleich unsere nächsten Aushängeschilder, zum einen Dresden, eben auch durch das Winterderby, und zum anderen eben die Kassel Huskies,
die mittlerweile auch in der Liga nicht nur sportlich damit eine sehr gute Entwicklung aufzeigen und wir weiterhin sehr, sehr froh sind, dass die Kassel Huskies damals, ich sag mal, sportlich sich qualifiziert haben, den Weg in die DEL2 so erfolgreich begangen haben und damit natürlich zu einem der führenden Clubs in unserer Liga am Ende mitzählen. Das Ganze auch nochmal im Zuschauerschnitt letztendlich hier dargestellt, das heißt zwei Clubs über 4000 Zuschauer pro Spiel, das ist glaube ich für einen DEL2-Standort recht ordentlich, aber selbst der Gesamtdurchschnitt mit den 2600, wie vorhin gesagt, ist glaube ich für eine zweite Liga ganz positiv und wir können auch zu Recht sagen, das haben wir während der Saison schon aus meiner Sicht versucht nach außen zu tragen, wir haben uns damit als zweite Liga im Mannschaftssportbereich an die Spitze gesetzt. Sowohl was die Zuschauerzahlen angeht, als auch was die Umsatzzahlen angeht der Clubs. Dort liegen wir auch mit den 32 Millionen circa, die die 14 Clubs jedes Jahr erwirtschaften und erbringen, auf einem sehr, sehr guten Niveau und vergleicht man eben die zweiten Ligen unterhalb des Fußballs wohlgemerkt, also letztendlich Handball, Basketball, Volleyball in diesen Spitzensportbereichen, dann können wir dazu recht sagen, dass wir dort eine führende Position haben. Positiv für uns ist die Entwicklung des Sports. Auch das ist immer so ein bisschen ein Maßgrad. Das heißt, die Spiele sind nicht nur spannend und die Saison ist umkämpft, sondern es fallen durchaus auch Tore. Das ist immer so ein bisschen das Gefühl, was man selber hat emotional, wenn man die Spiele über die Saison hinweg alle so anschaut. Stellen wir also fest, dass seit 2007 auch der Tore-Schnitt pro Spiel leicht gestiegen ist. Das ist eine Positivtendenz, weil letztendlich ist das, was wir auch in die Stadien bringen wollen, nämlich Emotionen. Ja, auch Spaß durchaus für die Zuschauer und für die Teams eben entsprechenden Erfolg. Wir hatten in der abgelaufenen Hauptrunde 6,5 Tore pro Spiel. Das ist, glaube ich, ein ganz ordentlicher Wert und ist eben auch von der Gesamttendenz zwar ein bisschen unter dem Wert der letzten Saison, aber insgesamt trotzdem mit einer Aufwärtsbewegung verbunden. Auf der anderen Seite für uns wichtig, dass der Sport bei aller Schnelligkeit und Dynamik auch vom Regelwerk her relativ fair abläuft. Auch da hat man gefühlsmäßig, glaube ich, immer ein bisschen eine andere Tendenz. Darf man sich nicht täuschen lassen. Die Grafik geht immer von rechts nach links aus Ihrer Sicht. Das heißt, wir haben also einen Rückgang der Strafzeiten seit 2007 zu verzeichnen. 2007 hat man in der Hauptrunde pro Spiel ca. 40 Minuten. Strafe, jetzt das Ganze runtergebrochen auf die aktuelle Saison, liegen wir eben dort bei ca. 30 Minuten im Durchschnitt. Das sind natürlich auch große Strafen, entsprechend voll mit einkalkuliert und so weiter. Also ist aber trotzdem ein guter vergleichbarer Wert, der durchaus zeigt, dass ich sag mal auch dort die Teams mit dem Regelwerk umgehen und wir entsprechend dort auch aus meiner Sicht regelkonformer spielen, kann man sicherlich unterschiedlich auslegen und werden auch aus sportlicher Sicht, aber für uns ist diese Tendenz trotzdem als nach außen tragender Liga und Darstellung durchaus ein positiver Effekt. Das war jetzt, vielen Dank René, eines zur abgelaufenen Hauptrunde. Wir haben ja ab morgen geht es ja los in die fünfte Jahreszeit in der DL2 mit durchaus attraktiven Partien. Eine Partie sind ja die Kassel Huskies gegen Frankfurt. Ein traditionsreiches Derby. Was ist denn aus Ihrer Sicht die attraktivste Partie, die uns erwartet im Viertelfinale? Ja, das ist im Vorfeld schwer zu sagen, weil wir haben es, glaube ich, jetzt in den Pre-Playoffs ganz deutlich erlebt, dass diese Runden, die jetzt ankommen oder anstehen, ganz schwer einzuschätzen sind. Ich glaube natürlich zuschauertechnisch und als Zuschauermagnet kann man ohne Zweifel das Derby hier in Hessen bezeichnen. Zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies. Ich glaube, das wird man ganz deutlich merken, auch in den Stadien. Dort werden wir wirklich absolute Playoff-Stimmung haben, zumal ja, wie auch gerade dargestellt, beide Standorte ohnehin auf hohes Fanpotenzial zugreifen können. Insofern glaube ich, werden wir vom Umfeld her unheimlich gute Spiele erleben können. Aber ich denke, auch die anderen Partien werden alle so ein bisschen ihre Eigenheiten haben. Wer die Pre-Playoffs ein bisschen verfolgt hat, da gab es ja auch unheimlich spannende Spiele. Alle beide Partien gingen in Spiel 3. In der Partie Dresden-Grimmitschau ging es zweimal sogar in die Verlängerung, einmal in die zweite Verlängerung hinein. Also letztendlich sieht man doch, dass am Ende allein der Tabellenplatz der Hauptrunde nicht immer das automatische automatische Aussagekraft hat letztendlich. Zu dem Verlauf der Playoffs oder Pre-Playoffs. Insofern glaube ich, wird auch hier Kassel-Frankfurt aus meiner Sicht eine recht ausgeglichene Situation am Anfang vorfinden, weil ich glaube, beide Teams
haben eine gute Arbeit geleistet. Aus meiner Sicht die Kassel Huskies unheimlich gute Arbeit mit ihrem Abschneiden in der Hauptrunde. Und das kann natürlich entsprechenden Schwung auch geben, um so eine Runde gegen die Löwen Frankfurt entsprechend auch positiv zu gestalten. Also ich glaube schon, dass das sicherlich für das ganze öffentliche Interesse natürlich die Aushängepartie sein wird in der ersten Runde. Okay. Nun hat ja gestern, wie wir alle wissen, in Bad Nauheim das Meeting der sportlichen Leiter stattgefunden. Gab es denn da irgendwelche Sachen, irgendwelche Entscheidungen mit Blick auf die oder die Einfluss auf aufs Regelwerk beispielsweise für die Playoffs jetzt? Irgendwelche Entscheidungen? Ja, Entscheidungen nicht, weil letztendlich das Regelwerk für die Endrunde steht natürlich fest, immer mit Saisonbeginn, aber es gibt natürlich ein paar Änderungen im Vergleich zur Hauptrunde, die sind nicht so gravierend. Vielleicht eher, was dann vor allem bei Unentschieden nach 60 Minuten dann anbelangt, das wird der Fan merken. Grundlegend ist es so, dass wir also ab der Playoff-Runde jetzt sowohl in Playoffs als auch Playdowns kein Penaltyschießen mehr durchführen, sondern die Spiele gehen komplett in die Verlängerung. In volle 20 Minuten mit sudden death. Das heißt, in dem Moment, wo ein Tor fällt, ist das Spiel dann logischerweise beendet. Aber wir hatten es jetzt zum Beispiel in Dresden den Fall, dass eben auch in der ersten Verlängerung kein Tor gefallen ist, was letztendlich die Entscheidung gebracht hat. Dann gibt es wieder 15 Minuten Pause und es geht eben in die nächste Verlängerung. Das heißt, es kann bei wirklich sehr engen Partien, bei sehr ausgeglichenen Teams, durchaus auch lange Abende geben in den Eisstadien, aber, und das muss ich echt sagen, weil, wie gesagt, ich hatte das Glück, die Pre-Playoffs zwischen Dresden und Irmitschau zu verfolgen, das bringt natürlich unheimlich mehr Kribbeln und Spannung in diese ganzen Partien herein, weil ich kann Ihnen sagen, spätestens wenn die zweite Verlängerung losgeht und immer noch keine Entscheidung steht und jeder weiß aber, dass ein Tor am Ende entscheidet, ist da im Stadion insgesamt unheimlich viel Kribbeln zu spüren und das macht am Ende so eine Situation aus. Das wird nicht übermäßig der Fall sein, das kommt auch dazu sicherlich. Wir haben das letztes Jahr ja schon über den Weg gespielt und ich sag mal, hatten sicherlich Partien, die in die Verlängerung gingen, aber es war jetzt nicht so, dass jede Partie wirklich in die Verlängerung geht. Aber ich glaube, es ist schon im sportlichen Wert ein Thema, was die sportlichen Leiter auch befürworten, dass eben nicht nur reinweg die Glückssituation des Penaltyschießens, was ja doch nochmal ein bisschen mit einer gewissen Glückssituation zu tun hat, entscheidet, sondern wirklich der sportliche Zweikampf der beiden Mannschaften. Und das erreichen wir damit. Es werden die Zehner- und die Spieldauerstrafen werden gestrichen. Es ist ja so, dass diese beiden Strafen nach dem dritten Vergehen zu einer automatischen Sperre der Spieler führen. Die Spieler, die also jetzt irgendwo ein oder zwei solcher Strafen im Topf haben, bekommen diese natürlich mit Beginn der Endrunde gestrichen. Und die Rechnung geht neu los mit Beginn der Playoffs und Playdowns. Wird allerdings so sein, dass in dieser Runde nach der zweiten Strafe schon die automatische Sperre sich nach sich zieht. In dem Sinne ist dort natürlich auch für die Spieler ein bisschen Vorsicht geboten zum einen, aber ich denke trotz allem eine Spieldauerstrafe bzw. eine 10-Minuten-Strafe, je nachdem nach welchen Vergehen, ist glaube ich auch zu verhindern. Vor allem wenn es die 10 Minuten wegen Meckern sind, dann sind das halt Themen, die vielleicht in den Playoffs versucht werden sollten, im Sinne der Mannschaft auch nach Möglichkeit zu verhindern. Das ist eigentlich das, was besonders wichtig ist, was man wissen muss. Ansonsten, glaube ich, wird der Sport im Vordergrund stehen und natürlich vor allem die Stimmung in den Stadien. Wir sagen nicht umsonst, dass es die fünfte Jahreszeit letztendlich unserer Sportart ist und insofern, glaube ich, freuen wir uns da auf die Duelle. Okay, vielen Dank. Dann wollen wir auch den Sport im Vordergrund stellen und zwar hier am Standort. Rico Rossi, die Huskies haben eine beeindruckende, wie ich finde, Hauptrunde hingelegt. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wie schätzen Sie wie bilanzieren Sie die Hauptrunde aus Sicht der Kasseler? Ja gut, erstmal Dankeschön, guten Abend, sorry. Ja, ich glaube, dass im ganzen Großen haben wir ein sehr gutes Hauptrunde gehabt. Ich gehe noch einen Schritt weiter und wir haben ein sehr gutes 2 Jahre schon gut gehabt hier. Wir dürfen nicht vergessen, dass das ist eine Organisation, das ist in die Anfangphase für die Zukunft. Wir sind Kassel, das hat eine Vergangenheit, aber wir sind ganz neu und wir sind 18 Monate in Betrieb. Von der sportlichen Seite sind wir schon immer mit oben gespielt. Wir sind eine von den attraktiveren Mannschaften mit unseren torreichen Spielern und Spielweise. So, die Hauptrunde ist schon gut gelaufen für uns. Aber letztendlich im Moment ist die Hauptrunde zählt gar nichts mehr, zählt nur der nächste Spieltag.
Ihr Ausblick vielleicht auf das morgige, morgen beginnende Viertelfinale? Ja, wie jeder weiß, das wird schon eine emotionale Serie. Das erste Spiel wird sicherlich ein oder andere mehr Emotionen eine Rolle spielen. Wer hat seine Emotionen besser im Griff, wird sicherlich einen Vorteil haben in dem ersten Spieltag. Aber das ist eine Serie, das geht bestimmt über mehrere Spiele, nicht nur die erste. Aber die erste ist schon ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Okay. Dann gibt es 18 Monate, sagte Herr Rossi gerade, gibt es hier wieder Zweitliga-Eishockey in Kassel. Geradezu aus meiner Sicht auch eine rasante Entwicklung. Was bedeutet das für den Standort Kassel und gibt es weitere Ambitionen hier in der Region oder weiterführende Ambitionen? Ja, ich meine, schönen guten Morgen zusammen. Für uns ist das halt in Nordhessen, auch in Kassel, Eishockey für mich eine lange Tradition. Und wir müssen natürlich, unser Ziel ist das andere Thema, vielleicht mit DEL, wo wir vorher waren. Aber wir sind in der Liga, glaube ich, eine gute Adresse wieder geworden. Und mit Frau und Herr Kim. Also unterstützen, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Es ist nicht immer leicht, weil wir haben auch Wettbewerb hier in Kassel, andere Sportarten, die auch sehr gut ihren Sport betreiben. Und, aber wir glauben, wir sind, wie gesagt, auf einem guten Weg und wir wollen auch so weitergehen. Okay. Vielen Dank. René, nochmal kurz zur Liga. Die Liga hat sich für die Playoffs etwas Besonderes einfallen lassen, was es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Ja, das ist richtig. Also zum einen muss man eins noch mitsagen, das hätte ich vorhin eigentlich im sportlichen Bereich mitsagen wollen noch. Wir haben ja auch noch eine besondere Person derzeit in der Liga. Konnten wir vor Ende der Hauptrunde dort bekannt geben, nämlich einen Spieler, der eigentlich für die Liga steht, wie zukünftig wahrscheinlich kein anderer, nämlich ein Rekordspieler. Ist sicherlich nicht hier vom Standort Kassel, allerdings trotzdem von einem Standort, der auch neu letztendlich in der DEL2 ist, beim EHC Freiburg spielt aktuell, nämlich der Tobias Bräuner, der mit dem letzten Hauptrundenspiel, was wir absolviert haben, vor Beginn jetzt der Endrunde, 849 Einsätze vorweisen kann. Das heißt, er stellt damit den aktuellen Zweitligarekord als Spieler ein. Und unsere Meldung ist zumindest, oder unsere Information ist, dass er auch weiterhin recht fit ist und dementsprechend auch mit den Freiburgern zusammen in die Endrunde gehen wird und auf dem Eis stehen wird. Das heißt, er wird also die Rekordstatistik da innerhalb der Liga positiv weiter ausbauen. An der Stelle auch von unserer Seite her nochmal dazu herzlichen Glückwunsch. Ich sage mal, eine entsprechende Ehrung wird natürlich noch erfolgen und wir freuen uns, dass ein Spieler über so viele Einsätze letztendlich in der DEL2 Bestand auf dem hohen Niveau hat und nach wie vor auch im Team der Freiburger dort eine sehr, sehr gute Rolle mitspielt. Das vielleicht noch ergänzend zum sportlichen Bereich. Nochmal, bevor ich dann auch zu den Neuerungen jetzt zu der Endrunde noch komme, abseits des Eises, generell mal den Blick abseits des Eises, was die DEL2 angeht. Wir haben ja ein paar Projekte zu Saisonbeginn weiter ausgebaut bzw. auch neu eingeführt. Zum einen unsere gesamte Livestream-Technik, die mittlerweile an insgesamt 11 Standorten regelmäßig zum Einsatz kommt. Das heißt, von 11 Standorten kann man alle Heimspiele live im Internet verfolgen als Fan. Ist ein kostenpflichtiges Angebot auf der einen Seite, wird aber unheimlich gut angenommen von der Fangemeinde, weil man damit natürlich in erster Linie die Möglichkeit hat, sein Team zu den Auswärtsspielen entsprechend mit zu verfolgen. Nicht jedem ist es möglich, am Sonntag quer durch Deutschland zu fahren und dann in der Nacht vielleicht noch zurück. Insofern hat sich dieses System wirklich gut bewährt. Man sieht, dass wir da fast flächendeckend mittlerweile vertreten sind und ich glaube auch für die Zukunft, dass dieses Thema vielleicht auch die 100% erreichen wird und eben entsprechende Ausbaustufen erhalten wird. Insgesamt haben wir 308 Spiele bisher über dieses System in der laufenden Saison gestreamt. Das ist also unheimlich viel. Wir sind mit dem Projekt mittlerweile seit 5 Jahren unterwegs. Das heißt, kann man auch zurückrechnen, dass da unheimlich viele Spiele noch draufkommen. In den Spielen haben insgesamt 106.000 Zuschauer letztendlich das kostenpflichtige Angebot genutzt. Und zudem ist es uns ja möglich, über dieses System bereits noch in der Nacht nach den Spieltagen die Highlights im Internet zu veröffentlichen.
Das wird mit unheimlich viel Aufwand und Fleiß von unserem Medienpartner Spray TV absolviert, die sich dann noch in der Nacht ransetzen und wirklich die Highlights schneiden und somit ein optimales Informationsportal für die Fans bilden. Das allein haben ca. 1 Million Zuschauer bisher genutzt, wenn man sich die einzelnen Nutzerzahlen da anschaut für diese Highlight-Berichte. Und das spricht, glaube ich, auch für uns, dass wir hier so ein Projekt stemmen können, zum einen, zum anderen umsetzen. Und der Erlös der Geschichte geht zu ganz, ganz großen Teilen eben zu den Clubs. Das heißt, es ist in dem Sinne, wenn man so will, eigentlich ein Liga-Projekt, was aber in erster Linie an den Standorten unterstützt, auch finanziell. Und insofern ist das, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung. Gleiches sowohl für Sie als Medienbereiche als auch für unsere Fans haben wir den Statistikbereich der Liga deutlich umgekrempelt und ausgebaut. Wir sind ja weg von dem ursprünglichen System Pointstreak, haben dort mit Holema eine Software dahinter gelegt, die vom Ingo Höller entwickelt worden ist, gemeinsam mit der Liga, und können damit natürlich umfangreiche Statistiken mittlerweile abbilden, sowohl auf die Liga bezogen mit den wichtigsten Kennzahlen zu einzelnen Partnern hin zur Schussstatistik, Bulli-Statistik ist eingebaut, bis hin letztendlich auch zur Darstellung der einzelnen Clubs, wo man relativ einfach in Übersichtsform letztendlich zu jedem Club die wichtigsten Kennzahlen erhält, aber auch im Detail letztendlich die einzelnen Spieler sich angucken kann, wie die sich entwickeln, bis hin eben auch zur Clubstatistik, Tabellenplatzentwicklung, Zuschauerverteilung über die Saison. Das relativ komfortabel letztendlich über unsere Internetseite abrufbar. Insofern, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg, was den Beginn der Saison und den Verlauf der Saison mit sich gebracht hat. Gleiches gilt natürlich auch jetzt für die Playoffs. Das heißt, wir starten als Liga mit einem offiziellen Playoff-Logo, das erste Mal in einer Endrunde. Hatten wir bisher in der zweiten Liga als solches noch nicht. Wollen wir aber auch so ein bisschen für die Zukunft regelmäßig letztendlich unter den entsprechendes Logo stellen, beziehungsweise auch im wertigen Auftritt. Insofern können wir heute hier auch offiziell entsprechend das erste Playoff-Logo der DEL2 präsentieren. Hängt natürlich eng damit zusammen, das erkennt man, deswegen haben wir auch den Meisterpokal extra heute nochmal mit hergebracht, bevor wir dann wieder weggeben müssen am Ende der Playoffs. Wir haben natürlich dort unser Hauptpreis, den der Meister der DEL2 bekommt, nämlich den Pokal entsprechend mit verarbeitet. Ich glaube, A ist auch von der Form her ganz schick, ist relativ schwer, muss man dazu sagen, fast 12 Liter, ich habe das mal zu Hause getestet, also da geht ein bisschen was rein für so eine Mannschaft und wenn man da 2-3 Mal nachfüllt, dann ist das, glaube ich, schon ganz lustig. Insofern, was hast du gefühlt? Das verrate ich dir an der Stelle nicht, das erzähle ich dem schon nachher mal ein bisschen. Insofern, glaube ich, ist auch die Verbindung letztendlich zum Meisterpokal und zum Playoff-Gedanken, glaube ich, ganz, ganz positiv rübergekommen und wir werden dieses Thema auch weiterführen, letztendlich bis hin zu einer Art Champions-Logo. Da gibt es ganz interessante Ideen, wie wir dann auch den Meister zukünftig dort ein bisschen darstellen können. Gerade zur Meisterzelebrierung, Meisterehrung und dann auch vielleicht für die Zukunft nächstes Jahr auf dem Trikot entsprechend, dass wir dieses Champions-Logo für 2016 für die Meisterschaft letztendlich dort weiterführen. Ich glaube, das macht Sinn, um eben wirklich auch dem Sport eine entsprechende Wertigkeit zu geben und das sind wir ganz froh drüber. Eine Neuerung, da möchte ich dann auch gleich überleiten an unseren Medienpartner, den Marcel Linke von Spray TV, ist, viele Entwicklungen gehen ja mittlerweile im Online-Bereich vonstatten. Wir haben es vorhin gerade gesehen, wir haben aus meiner Sicht eine recht gute Seite im Angebot, was das Internet angeht. Wir wollen heute auch gleichzeitig den Schritt vorwärts gehen, was die mobile Technologie angeht. Das heißt, wir können heute hier den Startschuss verkünden für die erste offizielle DEL2-App, die wir über unseren Partner Spray TV entwickelt bekommen haben, auch in einer sehr intensiven Zusammenarbeit, sehr viel Kraft und Aufwand, die da reingesteckt worden ist und bieten somit letztendlich Ihnen und letztendlich auch den Fans einen absoluten Mehrwert, um sich da auch schnell auf Handys, Tablets und so weiter informieren zu können. Vielleicht, Marcel, kannst du kurz dazu ein paar Dinge sagen, warum, weshalb und was vor allem beinhaltet es. Erstmal Ruhe an alle. René hat schon viel vorweggenommen, viele Punkte. Bevor ich zu der Neuerung zu der App komme, möchte ich erstmal auf die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und auch zwischen der DEL eingehen und mich bedanken, dass das alles so gut klappt und dass wir eben auch so schnell und so gut vorankommen. Und die Statistikteile mit Holemann zusammen ist ein sehr guter
Part, den wir eben einsetzen auf der Webseite. Und bei der App wird das natürlich auch nicht anders sein. Ja, also wir haben erstmal genauso wie auf der Webseite den News-Bereich, der eben den Nutzer schnell und sofort informiert. Es gibt, wie gesagt, der Nutzer kann mobil im Stadion sofort die Informationen ziehen, die er möchte, und ist im Prinzip immer informiert. Ja, ich hatte schon den Statistikbereich und die erwähnt, und ich kann auch durch die Push-Nachrichten, das ist auch ein Feature von der App, die wir eben dort einbringen, dass der Nutzer eben sofort auch im Stadion informiert, was in den anderen Stadien los ist. Ja, wir haben auch mit einem Live-Score und mit Live-Stats aus den anderen Stadien wird sofort ein Live-Ticker geschalten auch, der eben an jedem Standort, in jedem Viertelfinale eben auch diesen direkten Vergleich und was ist los in den anderen Stadien bringt. Ja. Wir haben wirklich dort weit ausgebaut, dass wir wirklich in allen Stores diese App anbieten können. Das ist der App Store, der Google Store und der Windows Phone Store. Und ab den bestimmten Versionen ist es eben erhältlich. Auf der Webseite der DL2 wird auch durch den Link eben auf diese Stores verwiesen und dort steht der Download kostenlos zur Verfügung. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei der Zusammenarbeit, dass das alles immer so gut funktioniert und dass wir eben wirklich Hand in Hand die ganze Liga und die Vereine und die Zusammenarbeit mit den Fans eben vorantreiben. Darf ich vielleicht mal eins? Ist das in Verbindung auch zu bringen, was jetzt die Kamera für das Tor angeht? Torkamera? Direkt darüber nicht. Torkamera ist für die neue Saison ja Thema. Vielleicht auch gleich noch eine gute Überleitung dazu, was es an Neuerungen letztendlich dann auch schon wieder vorausblickend letztendlich gibt. Wir werden also den Videobeweis ab der kommenden Saison in allen Stadien haben. Ich glaube, es unterstützt unheimlich das heutige Schiedsrichterwesen. Sie wissen, der Sport hat an Dynamik zugewonnen. Es ist oftmals gar nicht so einfach, auch im Dreimann-System unter Umständen wirklich jede Situation genau zu sehen. Und gerade die Entscheidung Tor oder Nicht-Tor ist letztendlich in unserer Liga und für unsere Clubs unheimlich wichtig. Insofern arbeiten wir dort mit zwei Kameras über den Toren ab der kommenden Saison, mit einer entsprechenden Technik dahinter, wo diese beiden Kamerabilder einlaufen. Wir werden auch die totale Kamera letztendlich dort auf dieses System mit aufschalten, sodass im Zweifelsfall der Schiedsrichter für jedes Tor zwei Kameras zur Verfügung hat, das heißt die Übertorkamera und die totale des Stadions, und dort entsprechend, ich sag mal, auch bewerten kann, ist das Tor zum einen erzielt wirklich, ist die Scheibe über die Torlinie gegangen. Und er kann gewisse Sondersituationen auch wirklich nochmal nachvollziehen, inwiefern das Tor auch regulär erzielt worden ist. Insofern ist das eine positive Geschichte, die läuft vordergründig erstmal in den Stadien vor Ort für den Schiedsrichter, ist aber geknüpft zum Beispiel an Möglichkeiten auch je nach Stadiontechnik, wenn man dort über den Videowürfel zum Beispiel Teile mitbringen kann, kann man, nachdem die Entscheidung gefallen ist und auch natürlich eine klare Entscheidung sich darstellt, auch diese Bilder im Stadion mit senden, beziehungsweise wer Spray-TV letztendlich nutzt, dort können wir auch diese Wiederholung letztendlich des Tors oder diese Kamera mit veröffentlichen. Also das hat Möglichkeiten des Ausbaus und soll letztendlich genutzt werden. Über die App selber hat man Zugang letztendlich zu den Livestreams von Spray-TV. Das heißt, man kann hier über die mobile Variante letztendlich auch auf dem Handy entsprechend sich in die Spiele direkt reinklicken und dann live auf dem Handy wirklich ein Spiel verfolgen, was man sich raussucht. Das geht also über die App, aber dort ist man dann natürlich abhängig, was der jeweilige Standort anbietet. Ja, wir sind ja hier in Nordhessen, beziehungsweise hier in Kassel, haben wir hier dicke Probleme, wenn wir sowas jetzt installieren würden. Ja, das sind 11 Sitzschall, es fehlen nur 3, dann gehören wir auch zu den 3. Sind einfach die Leitung und die Verbindung. Ja. Damit haben wir Schwierigkeiten. Das ist auch das Hauptproblem letztendlich, dass die technischen Voraussetzungen am Standort zur Verfügung stehen. Das ist oftmals nicht das Problem des Clubs. Das ist auch so, je nachdem, wie die Arenen angebunden sind. Dort gibt es aber auch Unterstützung letztendlich von dem Team Spray-TV, die sich da am Standort gerne auch damit beschäftigen können und da vielleicht auch mal in der Gemeinsamkeit schauen, was es für Alternativmöglichkeiten gibt. Der mobile Bereich wird ja immer weiter ausgebaut momentan und es gibt immer neuere Technologien. Insofern kann man das sicherlich mal abprüfen für die Zukunft. Die Clubs, die momentan dabei sind, das kann ich ehrlich gesagt sagen, das kann man sich auch anhand der Nutzer hochrechnen, die sind sehr, sehr zufrieden mit dem Angebot, A, für ihre Fans, zum anderen auch mit dem Erlös, der dabei entsteht, wenn man sieht,
bei 106.000 Nutzern letztendlich irgendwo 5,50 Euro, die gezahlt werden, sind wir über 500.000 letztendlich Umsatz im Bruttobereich, was eine unheimlich hohe Summe natürlich darstellt. Und insofern, glaube ich, kann man da so Modellrechnungen sicherlich mal vornehmen. Nee, ein Thema, vielen Dank, möchte ich noch ansprechen. Wir haben heute quasi einen historischen Tag, und zwar den 10. Heute genau in einem halben Jahr haben wir in Frankfurt den nächsten DL2-Höhepunkt oder einen Höhepunkt für das gesamte Profi-Eishockey, das Summer Game. Wie ist denn hier der aktuelle Stand? Was gibt es da für Neuigkeiten? Ja, zum einen sind wir, glaube ich, froh insgesamt, dass wir als Liga, wenn auch relativ schnell nach dem ursprünglichen ersten DEL2-Event-Game in Dresden die Möglichkeit geboten bekommen, unsere Liga und damit Clubs aus unserer Liga erneut großflächig zu präsentieren. Es ist ja zum einen letztendlich das Interesse in den Stadien, was dafür spricht, wo unheimlich viele Zuschauer auch im Stadion sein werden, die mit der Eishockey-Sportart in dem Sinne noch nicht so viel Kontakt hatten. Das heißt, wir schaffen es doch wirklich aus diesem Event auch Menschen zu begeistern für die Sportart. Das ist positiv. Zum anderen ist natürlich für uns auch wichtig, die ganze mediale Wirkung, dass wir als Liga die Chance bekommen, dort auch in der Öffentlichkeit wirklich wahrgenommen zu werden. Und wir sehen es auch in Verbindung letztendlich mit beiden Profiligen, DEL, DEL2, weil wir es eben geschafft haben, zusammen mit der Commerzbank Arena einen wirklichen Saisonauftakt damit zu gestalten. Eine Woche vor dem eigentlichen Beginn der Hauptrunde wird also dieses Eröffnungsspiel der Saison stattfinden zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies. In einer aus meiner Sicht am Ende einzigartigen Kulisse, die wir dorthin zaubern werden, unter dem Thema Summer Game Frankfurt, wie man hier entsprechend auch dem Logo direkt für die Frankfurter Arena, aber für das Spiel entsprechend entnehmen kann. Und insofern freuen wir uns darauf. Es gab heute eine offizielle Pressemitteilung aus der Commerzbank Arena, so ein bisschen in Vorschau auf die nächsten 6 Monate, wie läuft der Ticketverkauf, wie wird das Spiel überhaupt angenommen. Und wir freuen uns, dass wir momentan bereits über 12.000 Tickets für dieses Spiel verkauft haben. Das ist gemessen an dem, dass wir erstmal eine kurze Spanne jetzt draußen sind mit dem Thema und noch 6 Monate natürlich darauf hinarbeiten werden. Das ist eine sehr hohe Zahl. Das ist sehr positiv. Das zeigt auch, dass A, natürlich dieses Derby, was aus der Tradition heraus ein optimales Derby natürlich für so ein Spiel ist, wahrlich angenommen wird, und zum anderen auch das Thema Summer Game, Saisoneröffnung an sich in einem Eishockeyjahr, was ja dann nachfolgend noch das Wintergame der DEL mit sich bringt, was die Eishockey-WM im eigenen Land dann im Mai mit sich bringt noch, dass das Thema generell sehr, sehr positiv angenommen wird, und insofern kann man sich wirklich auf dieses Spiel freuen. Tickets, wie gesagt, gibt es entsprechend über die Internetseiten. Ich habe hier nochmal mitgebracht, wir haben ja das Spiel ursprünglich in Frankfurt vorgestellt. Ich habe hier nochmal den kurzen Spot und Trailer mitgebracht, den ich im Hintergrund kurz einspielen möchte. Noch eine Frage noch dazu. Das Stadion, ist das Dach, kann man das zuziehen? Ist das technisch okay? Das Dach wird für die ganze vorbereitenden Maßnahmen wird zu sein. Das heißt, das hat die Commerzbank Arena auch klar gesagt. Ist für uns auch wichtig, weil wir wissen nicht, wie die Temperaturen sind, wir wissen nicht, wie die Witterung ist. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir am Anfang das Dach auch wirklich zu haben. Am Spieltag selber werden wir dann entscheiden, je nach Situation. Also unser Wunsch wäre natürlich, dass wir, ich sag mal, irgendwo Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad haben. Nach Möglichkeit trockenes Wetter natürlich. Und wenn da der Wettergott ein bisschen mitspielt und das so sein wird, dann glaube ich, werden wir das Dach aufmachen und dann haben wir auch entsprechend das Open-Air-Spiel, was wir natürlich ursprünglich auch wollten. So, und jetzt versuche ich nochmal den Trailer mit Turn hoffentlich abzuspielen. Weil der Joe gerade gefragt hat wegen der Uhrzeit noch.
Es ist momentan noch nicht 100% feststehend, wann das Spiel angepfiffen wird. Das heißt, es gibt da zwei Varianten, ähnlich wie wir das in Dresden auch gehalten haben. Es gibt die Abendsvariante und es gibt die Variante am Nachmittag. Entscheidend dort für uns wird sein, das Interesse, ich sag mal, das Spiel gegebenenfalls live zu übertragen. Dort laufen momentan sehr gute Gespräche und dort werden wir uns natürlich ein bisschen in die Abhängigkeit des Fernsehens stellen wollen und auch müssen. Das ist, glaube ich, ganz klar, wenn man entsprechend so eine Live-Übertragung dort mit dahinter stellen möchte, was A für die beiden Clubs, glaube ich, ein unheimlicher Wert wäre, was aber auch für uns als Liga unheimlich wichtig wäre. Wir haben mit MDR beim Winterderby 8,5% Einschaltquote. Das ist für den Eishockeysport ein richtig guter Wert. Und unser Verlangen ist natürlich nach Möglichkeit, dieses Spiel auch so in die Öffentlichkeit zu bringen und dort auch ähnliche Mediawerte zu erreichen. Insofern werden wir das noch ein bisschen offen lassen müssen zum jetzigen Zeitpunkt, wir werden aber rechtzeitig informieren. Es wird sicherlich nicht früh um 10 stattfinden, das ist, glaube ich, auch klar. Also entweder wird es der Nachmittagsbereich oder eben der Abendsbereich. Informieren kann man sich dazu hier entsprechend über die Homepage des Spiels und natürlich über Facebook, wie das heutzutage so üblich ist. Und dort werden auch die weiteren Informationen dann letztendlich gegeben. Insofern, und natürlich ab sofort über die App, das ist richtig, auch das ist ab sofort mir zu sagen und natürlich umso positiver, weil dort ist es so, wenn dort neue Informationen reinwandern, bekommt man die direkt per Klingelalarm, wer das möchte, aufs Handy und kann damit nichts mehr verpassen. Nee, vielen Dank. Um jetzt vielleicht den Fokus nochmal auf die 5. Jahreszeit zu bekommen, würde ich ganz gerne mal einen Blick in die Glaskugel werfen, wobei mir klar ist, dass die Herrschaften aus Kassel da vielleicht nicht ganz so unbefangen rangehen können. Herr Rossi, wer wird Ihr Meister, beziehungsweise wer ist Favorit für die Serie? Ach ja, so eine Frage. Wer soll Meister sein, soll die beste Mannschaft, das in Playoffs ist. Okay, dann machen wir das. Ja, da gibt immer die Favoriten vom Anfang Saison. Das sind immer noch die Favoriten, wie die Heim Bremerhaven, Frankfurt. Die sind alle die Mannschaft, das von Anfang an schon Favoriten wird. Und wenn die Potenzial spielen und erreichen, sind es verdammt schwer für jeden Gegner, dem zu schlagen. Okay. Aber da gibt immer Außenseiter, das sind Mannschaften. Wenn du siehst, die Unterschied vom Tabellenplatz von Bremerhaven und Bietigheim, da gibt keinen Unterschied. Du siehst einen Unterschied von Ravensburg, Kassel, Frankfurt und Nauheim, da gibt es keinen großen Unterschied. Auch Dresden war dabei. Ja. So, it's going to be schon interessant. Okay. Ups. Ja, Rico hat das gut gesagt. Favoriten sind immer die, für mich in unserer Liga momentan, Bremerhaven und Bietigheim, das ist logisch. Aber wir haben auch da erlebt in der DEL Krefeld einmal, als Überraschungsmannschaft und ich glaube, dass dieses Jahr wird Überraschungsmannschaft geben und das wird für die gesamte Eishockey sehr, sehr interessant. Und für unsere Serie gegen Frankfurt, ich glaube, Frankfurt ist Favorit, ich muss das sagen. Ich glaube schon, vor der Saison, wenn man das richtig anschaut mit Mannschaften, egal was für Etat, was die für Spieler hat, hätte, würde ich auch tippen, dass die dann unter die ersten drei, hundertprozentig unter die ersten vier. Ich glaube, das war ein bisschen Unruhe in der Mannschaft über die Jahre, aber die haben das jetzt kompensiert und die werden bereit, Freitag uns zu kommen. Aber wir sind auch bereit. So. Wird ein guter Kampf. Jetzt freue ich mich über salomonische Sätze von Herrn Rosenbach dazu. Ja, ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn Joe Gibbs recht hat. Sage ich ganz ehrlich, es ist immer schön, wenn man was nicht einfach so vorhersagen kann. Es ist alles richtig, was gesagt worden ist. Bremerhaven, Frankfurt, Bremerhaven und Bietigheim haben die Hauptrunde bestimmt. Allerdings beide Mannschaften haben sich auch während der Saison durchaus ab und zu mal ein paar Schnitzer erlaubt, auch gegen Mannschaften vermeintlich schwächeren Kalibers. Insofern hoffe ich so ein bisschen auf ein Team, was man jetzt vielleicht nicht wirklich auf der Rechnung hat für die Meisterschaft, dass wir wirklich Spannung bis zum Schluss haben, auch eine Überraschung vielleicht mal erleben in der Liga. Und wie der Joe das sagt, das ist im Sport wirklich möglich. Mannschaften können über sich hinaus wachsen. Und da muss man auch sagen, dieses Jahr schon in der Hauptrunde aus meiner Sicht
hat das zum Beispiel Kassel bewiesen. Das haben aber aus meiner Sicht auch die Nauheimer zum Beispiel bewiesen, die eine unheimlich gute Saison für ihre Verhältnisse gespielt haben, sich nicht oder auch zu Recht wirklich für die Playoffs direkt qualifiziert haben. Insofern bin ich auch da mal gespannt, wie dort die Entwicklung weitergeht. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht böse, wenn ich am Ende im Finale hier in Kassel stehe und mir hier die Finalspiele anschaue und am Ende ja, sich auch mal eine vermeintlich schlechtere Mannschaft durch Charakter, durch Kampfgeist, durch Leidenschaft letztendlich auszeichnet und gewinnt. Ich glaube, das macht unseren Sport am Ende aus. Marcel, Sie brauchen sich als sportlich nicht so stark involvierter an keine Sprachregelung halten, wie sieht es bei Ihnen aus? Also wo schlägt Ihr Herz? Ich wünsche es natürlich jedem, aber ich bin natürlich durch Spray TV auch ein bisschen befangen, weil ich natürlich auch wieder möchte, dass das Finale dann übertragen wird und für den Nutzer in Deutschland ist. Ja, deswegen, wenn nicht das erste Finale kommt. Wo kommst du aus? Wo kommst du aus? Wo kommst du aus? Woher? Aus der Lausitz. Ja, weiß was von Dresden. Ja, aber vielleicht kann man ja im Nachgang vielleicht noch irgendeine Möglichkeit finden. Also, wie gesagt, wir hatten letztes Jahr das Finale übertragen zwischen Bietigheim und Bremerhaven und das war natürlich für alle Fans in Deutschland, egal von welchem Verein, ein riesengroßes Highlight. Und ja, mal schauen, wo es dieses Jahr hingeht. Gut, dann herzlich. Achso, Herr Kemmengen. Noch eine spezielle Frage. Was machen unsere Schiedsrichter? Kriegen wir gute Qualitäten? Moment, wir kriegen ja auch Strafen. Da muss ein bisschen aufpassen. Nein. Wir sind ganz, ganz nett und lieb. Okay. Ja, aber ich sag mal, es sind ja jetzt nicht mehr so viele Spiele. Wird das auch ein bisschen bei den Schiedsrichtern berücksichtigt von Beanteilungen, dass auch eine gewisse Qualität aufs Eis kommt? Ja, Frage ist durchaus berechtigt. Insofern kein Problem natürlich. Hatten wir gestern auch Thema in der sportlichen Leitersitzung über den Thomas Frenzel, unseren Schiedsrichterbeauftragten der Liga. Der hat das System mal ein bisschen vorgestellt und näher gebracht, wie Schiedsrichter bewertet werden und dass es da in der Tat durchaus, ich sag mal, für jeden Schiedsrichter ein Ranking gibt anhand dieser Bewertungen. Und wir haben auch, und das war für mich hochinteressant, wir haben dieses Jahr ja eingeführt, dass auch die Clubs nach den Spielen die Schiedsrichter selber bewerten können. Wird intern eingeschickt, wird intern ausgewertet und wir haben dort festgestellt, dass gerade oben in der Spitze, im positiven Bereich der Schiedsrichter, unsere Clubs die Schiedsrichter teilweise besser einschätzen, als es die Schiedsrichterbeobachter tun. Das heißt, die positive emotionale Wirkung war da durchaus höher. Es war zwar wiederum auch, muss man auch fairerweise sagen, im unteren Bereich so, dass wir durchaus auch kritischer waren in den Clubs als die Schiedsrichterbeobachter teilweise, aber allein, dass wir oben relativ viel positive Bewertungen in den Clubs hatten, zeigt auch erstmal, dass es so weit, ich sag mal, ein Level annimmt, was in Ordnung ist für unsere Liga. Was die Einteilung für die Playoffs angeht, ist es so, wir haben weniger Spiele. Es wird also dort entsprechend auch nach dem Bewertungsranking eingeteilt werden. Und es werden nur noch Schiedsrichter im Einsatz sein, die dort natürlich entsprechend im oberen Bereich sind. Und insofern glaube ich schon, dass wir da auch auf der Schiedsrichterposition gute Leute im Einsatz haben, gegebenenfalls auch noch Unterstützung aus der DEL kriegen. Und fallen ja auch wiederum Schiedsrichter raus, weil die natürlich auch begrenzt Spiele haben. Und insofern kann es auch sein, dass wir von dort her noch zusätzlich Schiedsrichter im Einsatz haben. Und insofern glaube ich, sind wir da schon auch gewappnet für spannende Playoffs. Und wir müssen ja auch, muss man auch noch mit sagen, wir dürfen nicht nur über die Playoffs reden, wir müssen natürlich auch die Playdowns dieses Jahr mitsehen. Wir haben direkten Auf- und Abstieg mit der Oberliga. Das heißt, ähnlich wie letztes Jahr erwarte ich auch in den Playdowns speziell einen absolut heißen Kampf um den Klassenerhalt. Und wer sich mit den Mannschaften dort beschäftigt, die in den Playdowns spielen, Kaufbeuren, Weißwasser, Freiburg und Heilbronn, der weiß, glaube ich, auch von der Leistungsdichte her, dass das auch eine unheimlich schwierige Runde sein wird. Und wer dort in die zweite Runde einziehen muss, und sich dann, ich sag mal, in den letzten 7 Spielen am Ende vielleicht beweisen muss, dass er in der Liga bleibt. Das ist nicht ganz so einfach und dort zählt natürlich auch, dass wir das Thema sportlich entscheiden und nicht irgendwo über eine andere Situation, was natürlich dann tragisch wäre für die Clubs. Wobei, wie gesagt, Abstieg sowieso aus der Liga ist für mich auch schwierig, weil alle Clubs sich gut entwickelt haben und es immer schwierig ist, wenn man am Ende so einen Club verliert. Aber wir bekennen uns natürlich zu Auf- und Abstieg, wir wollen das, auch die Clubs und insofern müssen wir dort auch diesen Weg gehen. Und grundsätzlich wird mit 4 Schiedsrichtern gespielt? Ja, die Endrunde wird komplett mit einem 4-Mann-System gepfiffen. Ist natürlich auch eine Erleichterung, weil wir eben wissen, da auch wieder auf beide Runden abzielen,
dass der Sport an Dynamik zunehmen wird. Natürlich auch ein bisschen durch die regelmäßigen Duelle gleicher Mannschaften wird sich natürlich auch ein bisschen Aggressivität vielleicht aufbauen, beziehungsweise auch ein bisschen offene Rechnungen vielleicht, die da zwischen den Mannschaften sind. Und insofern ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn da vier Mann auf dem Eis stehen. René, herzlichen Dank hier ans Auditorium. Ich würde dann Feuer frei sagen für Sie im Einzelgespräch und gleichzeitig Sie einladen, recht herzlich vielleicht noch ein paar Minuten bei uns zu bleiben und sich am Buffet, das wir hier aufgebaut haben, gütig zu tun. Vielen Dank. Haben sich denn 6 Clubs jetzt inzwischen gefunden, die überhaupt bereit sind? Wir sind noch auf dem Weg. Wichtig war uns heute noch nicht das finale Thema auf den Abstieg, muss ich auch dazu sagen, weil wir da einfach noch ein bisschen zu früh sind. Wir haben jetzt die Deadline 31.03. in der Vereinbarung der DEL. Und sicherlich kann sich jeder vorstellen, dass das Thema insgesamt für die DEL-2-Clubs, Standorte und die Liga nicht das einfachste ist. Wir hatten die letzte Zusammenkunft jetzt Ende Februar nochmal mit den Clubs, haben das Thema auch besprochen. Es gibt auch aktuell Termine an den Standorten nochmal, um dort wirklich die finalen Schritte zu gehen. Ich bin weiterhin, so wie ich es immer gesagt habe, von den Gesprächen, die ich geführt habe, positive Hoffnung, dass wir wirklich die 6 Bürgschaften hinbekommen, was wirklich ein Kraftakt und ein enormer Erfolg wäre für die Liga. Aber wir halten es halt unheimlich wichtig, dieses Thema Auf- und Abstieg jetzt einzuführen, mit Perspektive eben Saison 17-18, weil wir eben glauben, dass es unser Sport braucht, dass wir das als Liga brauchen, auch für die Weiterentwicklung der Standorte. Wir können noch so gut dokumentieren, dass wir uns vorwärts entwickeln, dass es auch an den Standorten vorwärts geht, wenn weiterhin die Perspektive fehlt für mehr. Also letztendlich ist dieses Thema unheimlich wichtig. Und wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht final sagen, die 6 liegen. Ich kann aber so viel sagen, dass es nach wie vor die Aussicht gibt und auch die Chance, dass wir diese 6 zusammenbekommen. Und dort hoffe ich, dass wir jetzt in den verbleibenden 3 Wochen Nägel mit Köpfen an allen Standorten machen, die dafür in Frage kommen und dann entsprechend auch positiv gegenüber der DEL signalisieren. Wenn wir signalisiert haben, werden wir entsprechend auch informieren, dass dieses Thema geschafft worden ist. Oder sollte es aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht gehen, natürlich auch das informieren. Das ist eine absolut professionelle Antwort. Super, aber wie viel fehlen denn? Ich werde Anzahlen momentan nicht kommunizieren. Das ist, glaube ich, auch nicht. Das sind so Wasserstandsmeldungen, glaube ich, die wir nicht brauchen. Weil wir eben auch uns versuchen, Optionen zu erarbeiten, auch über die 6 hinaus, sage ich ganz ehrlich. Und am Ende wird aber entscheidend sein, wo wir wirklich die finale Unterstützung bekommen, weil die Unterstützung kann nur von den Standorten kommen. Die kommen in erster Linie von Gesellschaftern oder von Sponsoren, die bereit sind, einen Club dort entsprechend mit aufzustellen, auch im Sinne der Liga. Ja? Und insofern wäre es jetzt falsch, irgendwelche Wasserstandsmeldungen oder Zahlen direkt zu nennen. Tut mir leid. Joe, kannst du vielleicht was sagen? Also du kannst ja vielleicht direkt da für euch antworten jetzt. Also, sei ich sehr gut gesagt. Nee, wir kämpfen auch, logisch, dass wir das auch zusammen. Das ist viel mehr Faktoren, als einfach Geld auf den Tisch zu legen und fertig. Wir haben auch einen Kampf, dass wir das hinbekommen. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Und wir werden in den nächsten 2 Wochen so mehr wissen. Das ist halt wirklich ein Thema für die heutige Pressekonferenz. Ich weiß, dass das alles entscheidend oder wirklich ein wichtiges Thema ist, auch für uns. Deswegen wollen wir es auch nicht runterspielen, aber es ist halt wirklich von der Pressekonferenz heute zu dem Grundthema noch ein bisschen verfrüht, ich sag mal, Jubelströme zu fabrizieren und zu sagen, wir haben es schon. Das geht leider. Es ist ja nicht nur das Finanzielle, sondern es ist ja auch das Sportliche. Das am Ende ist es das Sportliche, aber der Türöffner natürlich wird momentan entsprechend auch der Vereinbarung mit der DEL über das Finanzielle, ich sag mal, entschieden. Zum einen die Stadionvoraussetzungen, die Standorte erfüllen müssen, und zum anderen natürlich die Bürgschaft, die rein finanzieller Natur ist. Ja, das Sportliche dann sicherlich in der Saison 17-18, wobei für uns als Liga der Türöffner erstmal unabhängig von dem ist, wie dann der Sport sich in der Saison entwickelt, sondern für uns ist wichtig, dass wir überhaupt die Chance bekommen, mit der DEL damit feststehen, den Auf- und Abstieg zu haben. Aber Sie sehen das auch schon so, das hab ich Sie jetzt richtig verstanden, dass diese Entwicklung auch für die Entwicklung der Liga insgesamt natürlich wichtig ist, obwohl, wenn wir diese Zuschauerzahlen jetzt eben mal gesehen haben, an diesen beiden Beispielen Kassel und Frankfurt ja sehen, dass die zählen natürlich nach wie vor zu den Top-Clubs, haben Sie ja eben auch angezeigt durch die Grafik, aber die Entwicklung dort natürlich jetzt so ein bisschen nicht mehr weitergeht. Wäre es ohne diese Aufstiegsregelung möglicherweise für diese beiden Clubs beispielsweise künftig gar nicht mehr möglich, sich weiterzuentwickeln?
das wird sich, glaube ich, die Entwicklung einer Liga und der Clubs da drin, das sehen wir ja in unserem geschlossenen System, was wir ja schon seit Jahren haben. Die orientiert sich in erster Linie an allen Clubs. Gibt es Clubs, die sich in der Liga nach vorne entwickeln? Wird es immer Clubs geben, die sich dort annähern wollen, wieder die mitziehen wollen, die sich damit entwickeln? Ich glaube, eine gewisse Grundentwicklung ist immer drin in so einer Liga, wenn sie positiv letztendlich auch die Richtung einnimmt. Ich glaube aber, dass die wirkliche Perspektive und ich sage mal auch der richtige Schritt, wo wir auch mal noch hinwollen, eine wirkliche Annäherung auch an die DEL, diesen Abstand auch im finanziellen Bereich vielleicht ein bisschen zu verkleinern, der wird aus meiner Sicht nur möglich sein, wenn wir für uns als Liga und für die Clubs eine wirkliche Perspektive im sportlichen Bereich bieten können. Und insofern ist das schon so, also den größten Sprung werden wir sicherlich machen mit einer Verzahnung nach oben. Keine Frage. Und wir sind auch kein geschlossener Liga, der DEL2. Das heißt, wir haben auch einen Club, der hochkommt. Das ist auch interessant für die Liga, wer hochkommt. Dieses Jahr ist es Ravensburg oder ist es Duisburg. Das wird auch für uns sehr, sehr interessant. Und das entwickelt auch unsere Zuschauer. Zusammen, glaube ich. Okay, wenn es noch Fragen gibt jetzt, wenn nicht, dann würde ich sagen, lassen wir uns das gerne bilateral klären. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie jetzt hier noch ein, zwei abgeben, zu sich denken. Vielen Dank.